have a crash, could you not do it in front of me? Yeah. He loses two places, but of course he gained two as those guys went off in front. There's Ted Bjerk. And Freddie Bartlett's his car all in one piece. It was a little bit uncalled for, unfortunately. Darrell Young's car looks like has lost the left front. Wow, that almost opened up, didn't it, for James Thompson as he went straight through the gap there. Yeah. Somebody clipped him at the rear. That looked like he was struggling with brake fade or something there a little bit. He just... That was unlucky, wasn't it, really, for Darrell? It was. And actually, for Brad, unfortunately, with a rear-wheel drive car, once it starts getting really sideways... 沒辦法了,我想就因為真的太過傷痕累累,我想要退出這次比賽了。3號車,Tacquini那部車竟然是,哎呀!這些職殺師的車來的。哇!我想這裡一定要紅旗或者是safety他是有碰撞啊還是自己失控呢應該是自己失控是吧哎呀這部啊趙頓那部啊他崩壞了趙頓那部是吧哎沒錯了因為趙頓部車呢是機件有故障呢所以就慢駛了那即使是避不及呢就是一夜撞過去那所以變成呢就其實兩部車呢都是停駛到那現在呢就safety car出來了是的 侯夫上第三位喎，侯夫已經上咗第三位啦。呢個情況嚟講咧，就對於拿樹咧就已經係絕對有利。換句話講咧，拿樹咧就應該係今次嘅總季軍噶啦。係啦，因為咧趙頓咧係已經退出比賽啊。 大家咧亦都係拭目以待啦。究竟當架安全車如果係離開之後咧，佢能唔能侯夫咧能唔能夠追到嗰部Lada咧？咁啊 ，Tacquini 咧係啱啱咧係有個 drive through penalty 嘅。咁但係其實個都唔係好重要啊，因為而家係 safety car，咁所以佢係跟翻車尾嘅咋。係啦，尤其是佢個名次唔係高啦，係嘛？咁啊，佢都係左黐右黐，咁啊左整右整，整翻架車出嚟嘅。呢個Tacquini，不過佢喺15位。 澳門車手方面咧，何偉權已經上到第11位嘅啦。咁啊，蘇沙姐第12噶，咁啊馬成姐第16位，吳建倫咧第17嘅，咁啊阿士咧第18，咁啊林錦新咧就第19，咁啊麥嘉樂咧第20啦。咁啊何偉權同埋蘇沙都好有機會打入頭10名喎。係啊，冇錯啊！頭先我哎呀，哇，哎呀，哎呀，喂，點解會咁樣噶？喂，睇唔到啊！哎呀！ 竟然睇唔到有車，哇！好做個工作人員，哇！你咪撞埋個工作人員嗰度點啊？哇！呢個意外其實係我覺得好奇怪喎。係啦，粗心大意係啦。其實因為 safety 何偉權，後面仲有啊，點解會咁樣啊？哇！喂，真係可以講啲車手。冇錯啦，而家紅旗啦，冇啊，因為唔會係 safety car 啦，直情係紅旗啦。咪咯，呢個係好罕見嘅意外啦，因為工作人員其實一路都有發旗。係咯。咁係咪啲車手係有少少真係完全係？ 冇留意到定係點樣啦？我而家睇係未知啊，但係睇個情況嚟講咧，就真係好奇怪啊！嗱，你見到 Tacquini 嗰部車咧，其實都擺咗喺度㗎。係啦，嗱，你睇啦，嗱，拉又拉，拉又拉，你睇啦，呢個首先巴森就已經條線就已經問題㗎啦。跟住哇，顏斯拿同伍嘉琪啊，係咯，我都住何偉權都撞埋去啊。嗱，呢個啊，呢個真係犀利啊！嗱，呢個唔怕喎，呢個工作人員真係哇～ 我都戥佢真係啊，抹一把汗啊！你睇佢。
佢完全唔驚嗰啲車，但係嗰啲車咧又冇收慢啊！最近我哋家何偉權都嗰架寶馬都撞到嗰個頭嗰個賓把都有事。嗱，照道理，如果係呢個安全車咧，啲車速咧應該會減慢都好緊要㗎。咁究竟喺嗰個轉彎嚟講咧，係唔係即係呢個有冇揮動？呢、这個旗幟令到啲車手清楚知道咧。哎呀，你睇嗱，哇！呢個七十號。嗱，但 Queenie 嗰部車咧，整係最後㗎啦。馬城喎、啊。係啦，咁但係後邊嗰架車點解會完全係撞埋一齊咧？OK， 嗱，冇錯喎，一如所料咧，呢部寶馬咧起步得好好啊。哇！你睇。哇！後邊啲漢打上得好快啊！哎呀，唔係車先撞咗啊！唔係，即係先，哎呀，波及到歐陽若曦同芬蘭嚟㗎嘛，哎呀，撞埋一大扎，嗯，哦，好多車都有事啊，哇，嗰啲賓把成地都係地下全部碎片啊。其實首先係米哲利斯出事先嘅，因為佢咧就直頭喺起步第一個彈啊，就已經撞到埋欄啦。跟住或者彈翻出嚟嘅時候咧，就影響到多位車手發生意外。我覺得可能會出紅旗啊，唔止係 safety car 添啊。而家嗱，因為我諗有排搞啊呢度。五號車、廿五號車啦，幾部車啊？係啦。哇！見到博文啊、歐陽若曦啊，同埋呢個賓拿利啊等等嘅車手牽涉入意外。嗱，好明顯啊，阿侯夫同埋阿蒙特魯部車係上得好快脆。最主要原因咧，就因为咧系米哲利斯咧发生严重嘅意外啦，咁所以令到咧系前边嗰扎车咧就已经系撞埋一齐。哇！這個、呢个咧，好嬲啊！有人哇，好激动啊！吓、啊，可能佢系俾人波及嘅，所以佢好同埋个车系出紧烟嘅，所以佢好心急啊！就系、是、博文啊，就叫啲工作人员快啲去帮佢啊！系啦，红旗啊，冇错啦。一定紅旗啦，因為呢度咧有排搞啊，成扎車咧就係炒埋一碟。好啦，呢幾架走甩噶啦，呢啲嗱我都話啦啊，呢個彎位嚟。嗱，慢鏡頭重播啊！嗱，米哲斯同我趙頓有少少碰到噶，跟住就失控撞咗埋欄噶。咁啊，救車嘅時候咧，有架車啊，哇！左搖右擺，所以影響到其他車手咧，亦都啊波及咗好多。因為一撞咗埋欄，佢彈翻出嚟咧，就已經係完全啊，係完全無意識咁樣咧，係一堆車撞埋一齊。個博門嘅車就有起火跡象添啊，所以見到佢，哇，都好慘啊，真係。央及嘅車咧，似乎應該係五至六部啊！我諗都係有問題嘅。Effectivement, il faut des bordures spécifiques avec un rayon de courbure, et on a pris un petit peu de temps pour trouver tout cela. Voilà, on revoit ces images hein, avec tout à l'heure la sortie de Bormann. C'est vrai qu'on avait été un petit peu induit en erreur quand vous avez parlé de Loboeuf. Évidemment, toutes nos excuses pour cette imprécision. C'était bien Bormann qui était arrivé très vite, ça avait été furtif. Mais en tous les cas, voilà, Bormann va bien, sachez-le, sa voiture est complètement détruite. Les murs également, on est en train de les réparer. This is Daz Days off. This was quite a big hit. Yeah, classic Tam Slapper. That's driver's side as well. Now, my worry is when he started to come back on the track here, he's still got his foot on the brake. He's out safely, although he'll be pretty winded, I'm afraid. Is not in either. Engstler just bumped Basseng. Daste just bumped Engstler. Oh, Martin. Oh, and oh. Munich, René Munich. And that is the car of, which of the two Campos drivers is that? Fernando Monchet, who's no longer blue and black. That is Fernando Monchet, the Spanish colours on, and this is René Munich. And it gets away. No. It doesn't get away that much. Oh, dear. Oh, dear. Gabrielli? Really? What do you do that for? Well, Munich, I think, was probably just breathing off the throttle to avoid... ...dabei, nur leider immer Rennpech. Ja, vielleicht hätte die Chance gleich im zweiten Durchgang... noch einmal mehr vom Potenzial zu zeigen. Er ist aber Montiero mit Riesenproblem, Reifenschaden vorne links. Ja. Und ab geht's in die Reifen. Ja. Nur, wie kommt der da hinten hin?
Der war ja viel zu weit hinten. Der wird schon im Vorfeld Schwierigkeiten gehabt. Der kam als 12. hier bei Start und Ziel vorbei, um damit einem Reifenschaden spektakulär abzupflegen. Ja. Da ist aber nicht viel dran am Auto. Also der Reifen ist natürlich kaputt, ganz klar. Vierräder würde ich mal behaupten. Aber der Einschlag war nicht so hart. Es kann sein, wenn sie das Auto zurückbringen. Boxenstopp für Freddy Barth. Die Riecher Sporttruppe muss damit also das Rennen mehr oder weniger abhaken. Mann, ja, der Freddy fährt auch direkt in die Box zurück. Bitter, wirklich bitter. Tut mir echt leid, weil die haben sich da so schön zusammengerauft jetzt in der Mannschaft. Das Auto wurde immer besser, der Freddy wird immer besser. Er hat mir auch noch gesagt, dass er sich mit dem... Hier sieht man es nochmal. Ja, er hat einen Reifenschaden vorne links. Und ja gut, jetzt ist er final wirklich platt. Aber der war auch vorher schon platt, der Reifen. In der Anbremsphase ist der Reifen, das hat man gesehen, das Auto vorne abgesackt ist, ist der Reifen hochgegangen. Ja gut, was da genau war, es kann sein, dass er im Vorfeld schon mal Bremsplatten hatte. Ja, auf jeden Fall ziemlich angefressen. The then factory cars, the RML cars, they disappointed last year and almost underachieved, but they're in a much, much stronger place now. The teams had a season with the cars, they know the cars inside out. Both drivers in the team were in the... He has to get off the throttle. Here comes Thiago into the toughest part of the circuit to pass. Off camber, over the brow there. Horrible corner for a car to deal with. James looks like he's had a bit of a hit in the door there. He's got a bit of damage down the one side there. Obviously, we haven't seen what happened there, but... Oh, and that's Freddy Barth. He's looped it round. As I said, broken hand. It was pinned and plated and screwed back together after Moscow. And again, when you're driving with that degree of pain and discomfort, he may just have not been able to catch the car when it went. It's a real shame for him. Unless, obviously, in the background there, we saw Tarquini's car. I wonder if he maybe did drop a little bit of oil at the end there. That's entirely possible. Safety car is out. And that means that Barth is stuck. And that will close up the group. 1, 2, 3, 4, 5. Müller, Chilton, Nokia, Oriola. They're the 1, 2, 3, 4 Chevrolets. So two RML Lukoil cars in front. Then the Nika Racing, the white and black Frisian cow design, if you like, on Michel Nokia in third. And in fourth place, the blue with the red wheels of Pepe Oriola. Rob Huff will close in. James Thompson will close in. The two Brits, fifth and sixth. And oh, what is that? That is a course car on track, and I can't believe the BMW that. Whoa! Whoa! Perfect. They did destroy the car. He got out normally? Yes. Well, the major question, what happened? Yeah, it's had some oversteer on the exit of the corner. And on that particular corner, there's no space for mistake. Had oversteer, was off the track a little bit, and there's just absolutely nowhere to stop. It was fifth gear, so maybe 150 kilometers an hour, so... It's a pretty big impact. Huge impact. Your car looks... I'm not sure if they can fix it in time for tomorrow. We'll see what the guys can do. I'm sure they'll give it their best and still try. But how about yourself? A little bit bruised, but no problem. Hopefully the guys can fix it and have a chance to fight again tomorrow. But McNally, one of the two Bamboo Engineering Chevy Cruzes. Oh my goodness! And just as we were seeing him in slow-mo, loses it under braking, and that's a very big shunt. Got it, yeah, I've got it. That's the Tom Chilton moment, isn't it? Tom had one of those earlier on in FP1. Nearly became his moment again there. Yeah. In Ungarn steht auf dem Programm kurze Rotphase und Mehdi Benani übernimmt die Führung mit einem besten Start und Tom Coronel kommt ebenfalls von hinten angeflogen. Franz Engsler nicht ganz so gut weggekommen, also Platz 7 wird eng werden für ihn, aber Benani übernimmt erwartungsgemäß die Führung und Huff auf 2 und dahinter wird es jetzt eng. Oh, da wird ein Chevy-Pilot in Sandwich genommen aus dem Bamboo-Team und Tom Coronel räubert sich jetzt auf die dritte Position. Habe ich da gesagt. Ah, da fällt er zurück auf Platz 4 und von hinten kommt Ivan Müller und es ist Tom Chilton. Da lehnen sich die Herrschaften aber schön ineinander an. Ja, vor allem die nächste Kurve wird eng und da ist Tarquini raus. Schwerer Abflug von Gabriele Tarquini und der Franz Engsler donnert rein. Scheibenkreis, da hat das gescheppert. Mein lieber Scholli. Tarquini wurde
voll auf die Honda genommen, hat sich fast überschlagen. Oh, das tat schon weh. Ja, und vor allem der arme Franz wieder dabei. Und vorne, Coronel im Kampf gegen die Chevys. Da geht es um die, ich glaube, dritte Position, vierte Position. Da geht einer fliegen, das war Michelis, ebenfalls quer gegangen. Oh, was für eine Anfangsphase. Oh, der Tom teilt auch aus, oder? Gegen какие-то уникальные совершенно случаи. Напомню, что, в общем, здесь как раз вот вопросы безопасности, вопросы вот такого пожаротушения на высоте, потому что годами тренировок местными зеркалами и целыми боковинами, значит, пилот ехал, ну уж слишком осторожно, а здесь, сдается мне, учитывая аварию Юга Валана, можно только воздавать хвалу местным португальским или, не знаю, там, буддийским богам, в общем, местным каким-то богам, что впереди есть целая суббота, что механики смогут поработать очень плотно над машинами. Если бы на старт нужно было выходить уже завтра утром, я думаю, что уикенд Майкла Сона на этом был бы и закончен, потому что пока они чинили машину Юга Валана, собственно, и все. Время бы и вышло, потому что команда небольшая, в отличие от времен Seat Sport, это такая частная структура на десяток, полтора десятка механиков, инженеров. Ну и вот еще раз довольно четкая иллюстрация того, что бывает, когда выезжаешь на городской трассе на грязную часть асфальта. Резко, моментально падает сцепление с трассой. У всех и каждого какие-то проблемы. Тут не нужно быть каким-то, скажем, недостаточно квалифицированным пилотом, чтобы угодить в аварию. Тут хватает пятна масла на асфальте, небольшой ошибки в траектории, легкого контакта. Да, вот она и первая разбитая машина. Я так понимаю, что это машина Юга Валана, французского дебютанта чемпионата мира. Вот видите, даже здорово. Судьи не только сигнализируют флагами, но и стрелочку показывают, какую сторону смещаться. Ну, а молодой француз Юг Валан своей аварией останавливает квалификацию. Хуану Рус, босс его команды «Кампас» на экранах. У команды «Кампас» последние недели получились богатыми на события. Они знали состав своих пилотов. Они привезли сюда три машины для своих постоянных пилотов, как раз Юга Валана и Фернандо Монхи. И также договорились с местным героем Андре Коуту, который не пропускает ни одного гран-при Макао, который смотрелся очень неплохо тут еще в формульных гонках, потом и в туринговых каждый год выступал. Но вот вышло так, что Коута в последнюю секунду решил выступать в кубке Audi местном, в кубке Audi R8, уже проехал на прошлой неделе. А Фернандо Монхи семейные причины не отпустили в Макао, и две машины. Herrlich, oder? Schau dir das mal an, wie schön die Autos. Ich wollte gerade sagen, da geht es aber immer höher, schneller weiter. Oh, da hat der Tacchini. Oh, da hat es geknallt. Tacchini ist raus und reißt hier McDowell mit ins Abseits. Eieieiei. Und der Marc hat davor die Schikane schon geräubert, ohne Ende, aber gigantisch gut gemacht. Ja, ich glaube, da hat der Tacchini sich erschrocken bei, oder? Safety Car kommt raus. Safety Car. McDowell, ich weiß nicht, was das für ein Versuch werden soll. Klar, der will zurück in die Boxengasse. So, und jetzt könnten wir vielleicht, je nachdem wie lange die Bergungsarbeiten dauern, einen Zielanlauf hinter dem Safety Car erleben. Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Dann sehen wir gleich den Alpen, wenn der durchfällt. Flippt er aus. Flippt er komplett durch, ich schwöre es dir. Ah, der Fehler geht meines Erachtens auf die Kappe von Gabriele Tacquini. Das sah so aus, ja. So. Da haben die zwei, so, da sehen wir ihn. Der dritte Schrotthaufen, ja klar. Ja, zack, richtig ausgehebelt. Ja. Und der arme Alex McDowell. Der Marc hat im Vorfeld wirklich die Schikane ganz knapp nur verfehlt. Also das, was Tacchini gemacht hätte, hatte ich eher bei Marc gesehen, dass der es nicht schafft, weil der war brandschnell in der Schikane gerade. Ja. Und dann war Feierabend. Wieder Shepard. Und der McDowell ist das zweite Mal heute unschuldig in eine Kollision verwickelt. Ja. Jeweils mit relativ hoher Geschwindigkeit. Also der wird sich auch noch lange an dieses Wochenende zurückerinnern. Also bei Honda kann man jetzt, glaube ich, zusammenpacken. Ja, das ist, sieht nach einer Rocarossa aus. Ne? Ja, Michelis ist noch dabei, aber wir haben noch 11 Minuten und gut 40 Sekunden auf der Uhr. So, es darf wieder geräumert werden, da geht Medi Benali fliegen und trifft sie
Reifenstab. Leichter Ausrutscher, aber mal sehen, ob die Rennleitung jetzt wieder so schnell reagiert und die rote Flagge raushält. Meines Erachtens nicht notwendig, weil er kann das Auto wieder in Bewegung setzen. Der Aufprall war relativ leicht. Hat das Auto verloren in der Schikane. Nach einem Dreher lässt er die Stoßstange hinten und setzt das Qualifying fort. Da sehen wir spät auf der Bremse und dann gibt es den Point of No Return. Relativ leichter Einschlag, wenn es auch spektakulär aussieht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er jetzt kurz an die Box kommt, um dann nochmal in der Schlussphase eingreifen zu können. Ja, die Frage ist, ob die Vorderachse vielleicht bei dem Gegenschwung noch was abbekommen hat. Also ein Boxenstopp ist auf jeden Fall jetzt angesagt, da bin ich mir recht sicher. Ein kurzer Check des Fahrzeugs. Ach, der donnert schon wieder, als wäre nichts gewesen. Der Angriff, den konnte er verteidigen, aber auch nur mit Kampflinie. Kampflinie ist immer schlecht. Du sammelst Pick. Oh, und sein Teamkollege, ich wollte ihn gerade erwähnen, der fährt 11 Positionen hinter ihm und macht das Gleiche wie schon am Samstag, schmeißt den Honda Civic in die Mauer hinein. Ja, ich denke, man sieht hier schon einen klasse Unterschied zwischen den beiden Teamkollegen. Ich wollte es eigentlich auch ein bisschen dezenter ansprechen, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Ich verstehe auch nicht, warum man den Jungen unter Vertrag genommen hat, weil da gab es mit Sicherheit andere Fahrer, die greifbar gewesen wären. Ein Rob Huff hat sich zum Beispiel angedient. Ja. Da hat man gesagt, kein Interesse. Ja gut, man hat vielleicht auch... Na, das sieht gut aus. Das ist ein guter Angriff jetzt. Und verloren. Das war aber jetzt eine ganz lockere Geschichte. Ja, aber da kam der Gabriel... Safety Car kommt jetzt raus. Oh, da hätte er ein bisschen länger noch dagegen halten können. Jetzt. Oder war das der Grund, dass der Gabriele gelupft hat? Was ist denn jetzt? Was läuft denn jetzt hier, Kameraden? Wieso? Es war Gelb draußen. Okay, das hat jetzt der Nash wahrscheinlich auch geschnallt. Und der lässt ihn auch wieder durch. Aber war auch schon vielleicht Gelb draußen, als Nika den Angriff gestartet hat? Könnte ich mir vorstellen, dass das der Fall war, oder? Ich glaube, Mehdi Benali, Derelo Young feuert sein Auto auch noch raus. Nichts Schlimmes, aber die Rundenzeit ist ebenfalls hinüber. Mal schauen, was passiert ist. Oh, hat da einer nachgeholfen? Oh ja, und es ausgerechnet sein Teamkollege. Oh, Freunde, habt ihr nicht gelernt, was die Herren Dudocalo und Thompson in Monza gezeigt haben? Tom Coronel serviert da aber ein schönes Geburtstagsgeschenk. Kommt jetzt mit krummen BMW zurück in die Box und der ist fürs Q2 qualifiziert und wird vielleicht gar nicht eingreifen können. Na, Glückwunsch. Also, die Trainingssitzung ist offiziell abgewunken, aber ein paar Akteure sind noch unterwegs. So auch Mehdi Benali, der sich da an René Münich vorbeigeschoben hat in dieser Runde. Tja. Weil es so unschön war, gleich nochmal die Wiederholung. Also der Olivier hat Glück gehabt, dass er da nicht heftiger in die Mauer eingeschlagen ist, sondern ein relativ guter... Stelle in die Reifenstapel. Ja, ich glaube, da habe ich was Happy Birthday in der Box. And I'm afraid. And that wasn't even just a little nudge as well. Oh my goodness! Really center punched him there. Both Larders out as well. He braked 50 meters later than everybody else. Yeah, Norby saw it coming and got out of the way. Jimmy had no idea, and of course, luckily, he's in a left-hand drive. Kilometers an hour here, just as you get onto the brakes at the 100 meter board, pop over the brow, drops away almost. It doesn't actually, but it feels like because the speed you're carrying on the mud. Yikes! And that shows again. No good stuff ever happens in morning warm-up. No, but that's exactly what we were saying yesterday about you lose it in the first part of the corner. Yeah. And once you've deflected away from the line of of least resistance, if you like, then you're going to just run out of road. Then he gets on the dirt, on the AstroTurf, on the mud. It's never coming back. That little bit of tarmac was not enough for him to get control. In the end, a gentle dink, all he's done is move the conveyor belt, but... Yeah.
Ferrari, you must have had those moments, I know I have, where you just know, oh, it's not going to end well. Yeah, you can see from the rear view shot that the car's really going in there, you knew straight away when the back stepped out, he knew he was in trouble because he was on the brake pedal. At that point there, he knows he's in a world of pain. And he's trying to cadence brake, he's trying to steer his way out of trouble, and somehow... Müller kommt näher, und der Müller ist ein gnadenloser Überholer. Also ich würde nicht ausschließen, dass sich da noch was ganz, ganz vorne tut. Ups, der haut der Charles Eng sein Teamchef raus und die gehen hier alle fliegen. Daryl O'Young ist dabei. Mann, oh Mann, oh Mann, der Franz Engstler hat jetzt ein BMW Kompakt. Schau dir das mal an. Hey, der Charles Eng ist der Auslöser. Tom Coronel war der Auslöser. Tom Coronel, titscht hier, Eng an, Eng trifft Franz Engstler und der wiederum kollidiert mit Daryl O'Young. Zack. Ja. Oh Mann. Das ist der Flug der vielen Linien am Salzburgring. Der Franz Engstler, der hat aber wirklich das Pech an den Fingern kleben. Genau wie der Veloyang übrigens. Ja, in Budapest das Auto ziemlich hinüber. Casualty of qualifying was Tom Boardman. Yep, just having his fourth engine change for this weekend. Well, oh my goodness, is that Chilton or Muller? That's Chilton. Big off. Ouch. And that is out of corner two. That's a very, very committed flat out six gear corner. Oh, well, that is the one incident that Ouch. Nobody wants in morning warm-up. And Matt, we were talking at breakfast, he said, why does anybody bother to go out in warm-up? Because all that can happen is you'll root your tires a little bit more, you'll do a few more laps on them. Well, Rennen der WTCC-Geschichte steht auf dem Programm. Mehdi Benali auf Pole kommt gut weg. Auch Tom Coronel ist dabei und die Fronttriebler haben Probleme, ja. Aber da geht einer fliegen aus dem MLOC-Team. Ist es Müller? Chilton oder Müller, ist die Frage. Und ich glaube, Michelis Auto ist da ebenfalls betroffen. Da sah ich gerade ein Auto mit starker Rauchentwicklung. Ja, der Laufsieger des ersten Durchgangs ist bereits raus. Was für eine Enttäuschung für Norbert Michelis. Sein Rennen war kurz und da geht der nächste ins Grüne. Izawa war das, der sich mit Daryl O'Young da angelegt hat. Und Montero wieder ein bärenstarken Start. Und die Hondas kommen gut weg. Jetzt ist Würze drin. Charles Eng mit einem guten Start auf Platz 8 vorgefahren. So, nach Runde Nummer 1 ist Benani vorne. Das zeigt, dass wir beide keine Ahnung haben. Aber da steht Ivan Müller, der frisch gebackene Weltmeister. Ja. Frage ist, kommt das Safety Car oder lässt man es unter Gelb? Also das Auto steht nicht gut da. Nee, auch das, ich meine, gut. Ob da sammelt Chilton jetzt ausgerechnet Styroporteil auf. Ja. Das setzt sich vor den Kühler, das ist alles andere als gut für die...